Ja wünscht gute Unterhaltung bei Jacobo Müller, Late Service Public. Meine Damen und Herren, Viktor Jacobo und Mike Müller. Danke vielmals. Merci. Aus Willisau, Kanton Luzern, Fräulein da Capo. Sehr schön. Danke vielmals. Merci. Dankeschön. Du, was ist eigentlich, ist das jetzt schon Winterzeit oder hat Kampf der Chöre wieder so grausam überzogen? Es ist Winterzeit. Okay, dann begrüßen wir Sie recht herzlich zu der ersten Sendung in der Winterzeit. Und wir fangen gerade mit dem ersten Thema an. St. Gallen ist ein bisschen am Boden. Das heisst, nein, fußballmäßig, heute haben sie ja gewonnen gegen Thun. Aber was macht so einen Sieg für einen Spass, wenn daheim das eigene Stadion Bach abgeht? Sie haben das vielleicht erfahren, die berühmte grosse Arena in St. Gallen ist überschuldet. Auch das St. Galler Stadtparlament hat sich geweigert, für die Schulden ein bisschen mit einem Zustupf aufzukommen. Ich frage mich einfach, warum es diesen Fußballfunktionären nicht gelungen ist, wenigstens einen aus dem Stadtparlament zu bestechen, wie das FIFA immer vormacht. Weil das eben umgekehrt ist. Politiker bestechen Funktionäre. So. Und das ist umgekehrt, läuft das natürlich nicht jetzt in St. Gallen, obschon die Stadt ja dem FC Land geschenkt hat für 42 Millionen, wobei so viel ist, da gibt man doch noch das Handgeld dazu. Also. Ja, 42 Millionen, das ist doch nichts. Aber was passiert jetzt? Ich meine, die St. Galler müssen auch wissen, was das für nationale Auswirkungen hat, oder? Wo findet jetzt unsere Nationalmannschaft wieder ein Stadion, wo es garantiert auspfiffen werden? Wo? Hallo? Also gut, sie werden sich gedacht haben, wir machen es besser als Zürcher, lieber ein Bankrottstadion als ein Krise und eins, das Dach nicht richtig hebt. Aber wenn jetzt der Club natürlich Konkurs geht, ist die Frage, was passiert. Als erstes werden sie den Trainer entlassen. Dann wird die Mannschaft trainiert vom Konkursverwalter. Nicht? Das ist auch spieltaktisch recht geschickt, weil das sagt jetzt der Gegner, die können gar nicht auf unser Goal spielen. Das ist gepfändet. Die können jetzt aber für einen schönen Betrag auslösen. Aber du, AFG-Stadion heisst das AFG-Arena. Was heisst denn das? Auffanggesellschaft oder wie? Vermutlich heisst es so in Zukunft. Ist das, aber die Ostschweiz ist ja im Moment ein bisschen in Schwierigkeit. Wenn man denkt, was das für eine blühende Landschaft war. Früher. Seinerzeit, wir denken zurück, da, wo Wil St. Gallen noch von den Taliban regiert worden ist. Oder es dort mindestens 40 Minarette gegeben hat. Domfelder. Ja, sie haben vom Drogenhandel gelebt. Oder? Nein, das ist kein Problem. Ja, und es kommt immer schlimmer. Jetzt müsst ihr Hans-Rudi Merz wieder zurücknehmen im Osten aussen, oder? Das ist auch kein Schleck. Wobei, also der Hans-Rudi Merz hat einen super Lauf gehabt jetzt am Schluss. Sagen zum Schluss. Ja, hat er hat gesagt, noch eine Woche mehr und er hat auch noch den Max Geldi können heimholen. Es sind mit dem Steuerabkommen allerdings nicht alle einverstanden gewesen. Es hat Kritik gegeben. Die SVP zum Beispiel ist gar nicht zufrieden gewesen. Sie haben sofort den Rücktritt vom Bundesrat Merz verlangt. Und sie sind durchgekommen damit. Ja, das ist natürlich super. Ja. Also, der Bundesrat Merz hat einen sehr schönen letzten Arbeitstag gehabt, das muss man sagen. Er ist, bevor er also endgültig aus dem Büro raus ist, hat er noch den Telefonhörer genommen, hat den Gaddafi angewählt und hat zu ihm gesagt, Muammar, du bist ein Arschloch. Sorry, Kollege. In Schweiz gibt es eben eine politische Organisierung, wogegen es der Frauen ist. Auf Schweizerdeutsch anti-rassiste. Nein, Baba, der Mann, der Rassist ist etwas anderes. Das ist gegen den Rassisten. Ja, ist voll logisch. Weißt du, sie sind so gegen den. Ja, keine Ausländer. Meine Tochter, hure gesehen, ne? Also, was haben Sie? Was heißt das politische Dingsbums, wogegen es der Frauen ist? Ja, das sind dem Antifeministen. Genau, das ist ihm nicht gut. Ich bin ein Feminist. In unserer Gesellschaft ist wichtig, dass alle das Frauenrecht haben. Ich habe das Recht, zu sagen, Hosamse, hol mir einen Tee. Und ihr das Recht ist, den Tee bringen. Für das, ich muss nicht demonstrieren. Das ist nicht ein Feminist. Mann, du hast voll keine Ahnung.
Bobo, die moderne Frau beispielsweise will nicht, dass der Mann ihre Damado-Tür aufmacht. Ja, was denn sonst? Sie will, dass er ihre Damado kauft. Aha, unsere moderne Frau will sicher auch nicht von ihrem Sehemann Haushaltungsgeld, hä? Nein, sie will, dass er sie einladet im TKW. Und die anderen Feministen, warum sie ihren Ehefrau das alles zahlt? Ja, sicher, was sie wollen dem Frau verwöhnen, an dem alten Rollenverteilung, weißt du? Ja, sie wollen einfach alles zahlen, oder? So wie im Balkon. Einfach ohne Islam, hä? Ein Macho ohne Minaret. Was hat er denn? Ein Kirchturm mit zwei Glocken? Ja, so ein christlicher Antifeminist finde ich hure geil. Kommt nicht in Frage. Du heiratest einen Mann, der Fürst der Gleichberechtigung ist und trotzdem Balkan. Du heiratest einen feministischen Muslim. Also, mir ist ja nicht ganz klar, warum jetzt alle von diesen Antifeministen reden. Überhaupt der Name Antifeministen ist mir auch nicht klar. Richtiger wäre doch Maskulinisten eigentlich, oder? Und, im Prinzip. Also die Antifeministen, das ist ja auch nichts Neues. Es gibt ja schon lange antifeministische Vereinigungen. In Zürich nennt man die zum Beispiel Zünft. Ja. Von denen redet niemand so viel. Es gibt auch schon lange international Antifeministen-Gipfel, oder? Ja. Das ist wirklich also. Ich verstehe nicht, dass man da so eigentlich eine alles nichts yeah, Neues, oder? Yeah. Wir fragen uns einfach, was sind das für Leute, was sind das für Männer, die sich bei diesen Antifeministen organisieren, oder? Also ich will ja die nicht näher kennenlernen. Das sind sicher so Leute, die so Jokes machen, so Bilder zeigen, oder? Frauenparkplätze, ha, ha, ha. Yeah. Also, yeah. Also so distanzieren wir yeah, uns davor das natürlich. Das sind nicht ganz unser Stil, haben wir nur gezeigt als yeah, abschreckendes Beispiel, yeah, oder? Also initiiert ist der Gipfel ja wurde vom Luzerner René Kuhn, Ex-SVP-Politiker aus Luzern. Und der ist ja bekannt worden, weil er gesagt hat, emanzipierte Frauen laufen rum wie Vogelscheuchen. Hat er das gesagt? Hat er so ja gesagt. Ja, also, das hat natürlich dann sehr viel Protest hervorgerufen. Ja. Oder? Er hat ja wollen, mit seiner Vereinigung in Uitiken, Zürich, hat er wollen, seine Versammlung durchführen. Das hat dann Demonstrantinnen und Demonstranten gegeben, die da dagegen waren, dann auf Uitiken gegangen sind und dort, zum mal ein Zeichen setzen gegen den Machismo, gerade mal das Gemeindehaus ein bisschen verwüstet haben. Ja. Weil ja das so ein Macho-Keim. Ja, also Versammlungsfreiheit in der Schweiz heisst nicht, dass alle können. Nein, und trotzdem. Das ist ein Nebengleis, Mike. Trotzdem, es hat dort Überwachungskamera gegeben, die Demonstranten gefilmt hat. Oder? Also, muss man sagen, also die haben wahrscheinlich noch Strafverfolgung zu bewerten. Ich frage mich sowieso, ich meine, wir jetzt als moderne Männer, für uns ist der Diskurs Feminist, Antifeminist. Nein, zum Beispiel ist... du bist doch fähig, einen eigenen Haushalt zu führen. Los, als moderner, aufgeklärter Mann, wo auch der Frau irgendwie sagt, hör mal, du musst deine Rechte haben, ich muss meine Rechte haben. Ich mache zum Beispiel die Wäsche selber. Eben. Oder? Ja. Problem. Nein, zum Beispiel Buntwäsche. Baumwolle, Buntwäsche. Wie wäschst du die? 40. Eben ja. Gut. Gibt aber auch solche, die du mit 60 Grad kannst waschen. Ja, ich nicht? Bin also mit 40 nicht schlecht gefahren. Ehrlich? Und ich brauche aber keine Weichspüler. Das finde ich unökologisch. Nein, das ist ökologisch nicht so gut. Weil anstatt Weichspüler nehme ich zum Beispiel Butzessig. Das ist besser für die Haut, das ist besser für Ding. Mit Zucker, bitte. Das ist viel besser für die Haut und so, eben. Fürs Wohlbefinden. Und 90 Grad wäschst du denn nie? Oder gibt es auch etwas Sachen? Gut, Frottee-Wäsche oder Bettwäsche oder so. Löffel haben wir auch noch keine. Das tue ich natürlich sofort dann auch mit höheren Temperaturen. Und weißt du, was ich mit dem Hemd mache? Ich tue einen leichten Antümmler und dann am Bügel aufhängen. Dann kannst du nämlich viel einfacher bügeln. Machst du das? Ja, das machen viele Frauen, gute wissen Idee. Das nicht. Ja. Dabei ist es wirklich... Mike, den Kaffee hast du wieder super gemacht. Danke. Hervorragend. Wirklich. Hervorragend. Das könnt auch Männer, oder? Das könnt auch Männer. Gut, jetzt hat man ja im Vorfeld nicht gewusst, wo der Antifeministen-Gipfel stattfindet. Seit gestern weiss man es, wir haben ein Bild von diesem Ort. Man hätte im Prinzip schon vorher darauf kommen, dass sich die Antifeministen an diesem speziellen Ort versammeln. Oder? Ja. Also, weiss es einfach. Eine sehr innovative Gärtnerin haben sie dort. Ja. Okay, wir haben es begriffen. Aber wie gesagt, der moderne Mann ist natürlich auch ein bisschen verunsichert. Darum kommt er auch auf so Ideen, wobei, die sind ja nicht ganz so neu, sich selber eine Frau zu basteln. Oder? Der Film Senetunji handelt ja genau von dem. Und es gibt auch sehr viele Leute, die heute auch öffentlich auftreten, die so ein Tunji haben und das schon lange eigentlich... Ja.
Leute mit dem auch professionell arbeiten. Das kann man auch so lösen. Man kann es so machen, oder? Man kann sich auch ein eigenes Dunschi bauen. Zum Beispiel der Toni Brunner, der hat sich mit dem Logo von seiner Partei nicht ein Sennendunschi, sondern ein Sonnendunschi bastelt. Ja, oder der Bernie Ecclestone, der Formel 1-Chef, der hat sich ein sauberes Dunschi gebaut, das vielleicht ein bisschen gross geraten ist. Man muss halt einfach wahnsinnig darauf achten, wenn man so etwas selber bastelt. Ich habe ja mir selber mal so ein Dunschi bastelt, um mit dem zusammenzuarbeiten. Ich habe leider ein bisschen viel Füllmaterial genommen. Da muss man dann einfach ein bisschen aufpassen. Was ist los? Mach weiter, sagen Gast. Ja, natürlich. Okay. Also, wir haben heute einen tollen künstlerischen Gast da bei uns. Er ist Moderator beim Jugendsender Virus, beim Jugendmusiksender Virus. Er arbeitet auch mit in der Sendung Zambo, das ist die Kindersendung vom Schweizer Fernsehen. Aber vor allem bekannt ist er als Rapper und als Beatboxer. Herzlich willkommen da bei uns, der Kneckebull. Baby, if you give it to me, I give it to you. Big, big, big. Baby, if you give it to me, I give it to you. Big, 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 big. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Come on. Das war übrigens auch in meinem Antilly-Remix gesehen. Und ich habe mal Beat, 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 Beat. Wir sagen dem Ganzen, was ich hier mache, Beatboxen. Und das, was man machen muss, ist eigentlich schon im Beatboxen. Man muss nämlich ein machen mit den Lippen. Das lernen wir später. Ich tue auch noch rappen. Ich nehme an, ihr alle rappt auch in eurem täglichen Leben. Das seid wie ich Berner und redet extrem schnell. Zum Beispiel, wenn meine Freundin sagt, gehen wir spazieren, dann sage ich, ja, dann müssen wir aber auch noch über den Kiesweg laufen. Oder meine Freundin fragt mich, wenn wir etwas kochen, dann sage ich, ja, gib mir eine Pfanne. Das könnt ihr auch, ja. Das ist Double Times bitte, sozusagen. Also, das ist sehr schnell rappen. Und wir können das üben, fragen, wenn wir etwas kochen, die sagen, wenn wir etwas kochen, wenn wir etwas kochen, wenn wir etwas kochen, wenn wir etwas kochen. Sehr gut. Ich könnt schon Double Times bitte, also rappen müsst ihr nicht mehr lernen. Das könnt auch ihr, wenn wir etwas kochen. Schlecht. Und, also, das kommt nicht. Aber nein. Aber, Micha, wenn man das ein bisschen übt und mal aufschreibt, also Rapper können ja auch schreiben, je nachdem, und wenn man das aufschreibt, kann man dann irgendwann sehr schnell einen Text vortragen, den dann niemand versteht, dann klingt etwa so. Ich sage, 77 gibt es im Jahr und gleich habe ich eine Gage bekommen, können das Leben davon, ich nehme meinen Einsatz, gehen wir ins Weise, ich habe keine Klüter am Ende vom Monat, mir wird heute mit richtigen Bomben die Bibel, werde ich nicht zahlen, kein Programm zu mir, habe keine Zeit für den Scheiß, Big Victor, Scheiß aufkommt, verdammt, top, immer Nummer 1, hilf mir selbst, ich habe noch keine Ahnung, wenn ich schreibe, eine Nummer 1, kämpfen wir euch mit tapferem Suchen nach Alternativen zu gegen Seins. Hangen wir die Spende Energie, man gibt sich auf, wir lernen die. Bitte, bitte kämpfen Twitter, weil ihr immer wieder werdet scheitern. Aber ich gebe nicht auf, Leute lachen, Muse, mein Gott, gib mir ein bisschen Schnuff. Merci. Merci. Das ist krass. Ihr dürft nicht klatschen. Ihr dürft nicht klatschen, ihr tritt schon immer vor einem Hip-Hop-Publikum auf, die stehen einfach so dort. Oder hocken mit dem Rücken gegen mich. Also, jetzt kommen wir zum Teil mit dem Beatbox. Das könnt ihr auch ganz einfach lernen. Wir ziehen ja heute über die Frauen her. Darum machen wir gerade weiter. Ich nehme an, ihr müsst auch, ihr Frauen, macht ihr nicht Angst als Putzen die ganze Zeit. Also meine Mutter hat immer nur putzt. Können wir alle zusammen, nur die Frauen, nein, alle zusammen, wenn es geht, sagen, ich muss immer nur putzen. Sag mal, ich muss immer nur putzen. Sehr gut. Dann macht ihr das, macht das Putzen Spass. Sagen, ich muss immer nur putzen, 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 putzen. Ich muss immer nur putzen, putzen.
Ein anderes Beispiel, wie man Beatboxen kann im Alltag lernen kann, ist, man ist 13, wie ich, geht an die Street Parade, also weiss nicht genau, was das überhaupt ist, und sieht seine eigene Grosstante mit Straps und blauem Haar. Und dann schaut man es so an und sagt so, was ist das? Kann ich das mal sagen, was ist das? Was ist das? Und jetzt müsst ihr noch niesen dazu und sagen, was ist das? Sag mal, was ist das? Was ist das? Was ist das? Sehr gut. Und jetzt, wenn man das aneinander hängt und loopt, dann macht das dann, was ist das? 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 Kann ich das mal alle zusammen machen? Was ist das? Was ist das? Sehr gut. Und schon ist man mit einer Techno-Party gemacht. Was ist das? Ist das? Ist das? Ist das? Ist das? Obwohl, wir haben sie ja mit 13 eben noch nicht reingelassen an Techno-Partys. Da bin ich draussen gestanden, es hat dann so dann... In Bern sagt man dem House-Music. Checkt kein Zürcher. Aber... Gut, jetzt... Nein, nein, stopp! Stopp! So, jetzt haben wir... Inzwischen... Inzwischen können alle rappen und beatboxen hier drinnen. Die gehen mit, als veränderte Menschen heim. Und wenn man das kann, dann kommt man einfach besser vorwärts im Leben. Ich merke das immer wieder, wie die Leute das lieben, wenn ich und verschrecken und davon springen. Und bei den Frauen kommt es auch gut an. Zum Beispiel beim Fräulein da Capo. Weil sie ist nämlich musikaffin und somit auch Gangster-Rap-Fan. Und sie hat so ein Gerät, das hat man vielleicht gar noch nie richtig vorgestellt. Das heisst bei mir Gudrun, bei dir ist es, glaube ich, der Boss. Der Boss. Der ist da unten. Und wenn man kann Beatboxen kann, kann man hier in Boss rein Folgendes machen. Könnte jetzt auch einer von euch machen, übrigens. Und schon ist es geloopet. Und dann könnt ihr das Fräulein da Capo noch mit einem kleinen Trompetending ein Cypher machen. Und dann haben wir schon eine kleine Jam-Session gemacht. Jetzt wäre es schön, wenn das Publikum doch noch in die linke Hang so durchnehmen. Der Grund für die linke Hang ist, dass man die Schweißflecken sieht und dass wenn es ein Fettchen gibt, dass man nicht meint, wir sind zu lange da. Nein. Okay. Es ist gerade mal so, ich bin extra wegen dem gerade mal hierher gekommen, weil ich weiss genau, ja, der Rap ist gelungen, alles, was ich hier rappe, das ist fair erfunden, weil ich weiss, ihr werdet mir das verzeihen, mache das für die Frau in der ersten Reihe, weil du weisst, kein Problem, ich habe Silbergötti und außerdem hast du eine schöne Silbergötti und außerdem fange ich noch einmal an, nebendran hast du noch einen schönen Mann, aber ich verziehe ab und zu eine Pratze, weil ab und zu hat der Kamera auch eine Glatze, aber kein Problem, weil ich pinsle und grinse gerade mal so blöd in die Linse. Und dann schaue ich hier über, mache weiter, weil wir sind schon jetzt nicht mehr Zeit. Aber weisst du, ich bin der Knecke, gehöre ins Haus. Giacobo Müller, jetzt höre ich auf. Zum Glück hat hier einen niemand Zeit gestoppt. Aber das ist eben echt ein Hip-Hop. Brrra! Knecke Bull, begleitet von Fräulein da Capo. Genau. Okay. Also, und wir kommen zu einem grossen Thema. Eigentlich hat ein Kulturkampf stattgefunden in der letzten Woche oder in der letzten Zeit. Es haben sich sehr viele Leute, also sogenannte Freidenker, aufgeregt, dass wir auf unseren schönen Berggipfel oben Kreuz aufstellen. Oder? Also, das sind religiöse Symbole. Und ich habe mich gefragt, was gibt es für Idioten in der Schweiz, die religiöse Symbole abbauen? Also, das hat doch überhaupt nicht. Moment mal, eine Minarett-Initiative. Scheiße, Minarett-Initiative. Die, die seinerzeit für Minarett waren, sind jetzt verkreuzt. Okay, gut. Also. Aber jetzt geht man einfach alles weg mit diesen Kreuzen. Muss man dann die überall weg? Also, zum Beispiel, was kommt da? Das Brütiseller-Kreuz. Kommt das auch weg? Nein, es ist doch etwas anderes. Also von mir aus jederzeit zum Beispiel. Nein.
Aber jetzt hat man doch, oder man hat doch allgemein angefangen, Kreuzungen abzuschaffen und dort Kreisel machen. Ach, was? Ist das auch im Sinn von der Freitag? Es geht nicht um Verkehr, es geht um die Kreuze auf den Alpengipfel. Oder? Ah. Und die sind gerade im Wallis, kann man sagen, sind die eigentlich natürlich dort gewachsen. Die gehören zu der Alpenflora im Gegensatz zum Wolf, der von Italien reingekommen ist. Oder? Eben, das ist das ganze natürliche schweizerische Kreuz, sind das dort oben genau. Also die sind ja sehr aggressiv, die Freidenker. Ja. Die fangen jetzt ja schon an, auf den Bergen oben das Zeug abzubauen dort. Ja. Und zwar also sehr brutal. Und die einen, also die Walliser Freidenker sagen, sie dürfen es nicht mit dem Bagger, aber rum, sie dürfen es abschiessen. Also, wie ist denn das jetzt, Mike? Jetzt muss man mal ein bisschen, helfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem ein Problem habe, dann kann ich ihm nicht mehr sagen, du bist in meiner Ansicht nach bist du ein kreuzdummer Sieg. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Nein, das heisst jetzt neu, fick deine Mutter. Ah. Das ist freidenkerisch absolut bedenkenlos. Ach so. Es gehört einfach zu unserer Kultur, das Kreuz, das Folterinstrument quasi, das von der Hinrichtung, dass uns das durch den Alltag begleitet. Das ist ein bisschen krass. Aber man nimmt ja auch Rücksicht, gerade bei den Kindern, zum Beispiel im Appenzell Innerrhoden ist es so, dass im Kindergarten nur ein Kreuz hängt und erst in der Primarschule ein Kruzifix. Oder? Und wie machen sie es dann, wenn sie vom Kindergarten die Kinder dann in die erste Klasse kommen? Ah, dann müssen sie am ersten Schultag das Figürchen aufnägeln. Ah! Ja, so lehren sie es. So. Ja, das ist unser Abendland. Ja, also. Ja, ja, ja. Also, wir haben ja noch Glück gehabt, dass sie als Folterinstrument dort mal beim Jesus ein Kreuz genommen haben und dass sie ihn nicht gerädert haben, oder? Sonst wäre jetzt auf jedem Berggipfel oben so ein Wagenrad. Das sieht auch nicht gut aus, finde ich jetzt. Ja, man würde sich auch nicht bekreuzigen, sondern so machen. Das machst du schon lange. Mach ich schon lange. Ich finde sowieso die Diesseits- und Jenseits-Vorstellungen, die finde ich hochinteressant, oder? Aha. Ich frage mich schon lange, gibt es ein Leberli nach dem Tod? Aha. Ja, also es gibt ja auch jetzt schon Freidenker, die sagen, nicht nur das Kreuz stört uns, sondern auch, es stört uns, dass man die Bibel bereits schon an Jugendliche unter 16 abgibt. Mhm. Weil es ja dort drin ist, Gewalt, Inzest, Pornografie, vor allem im Alten Testament. Ist das so? Ja, ja, natürlich. Dann lese ich das aber auch mal, du. Ich meine, es ist erwiesen, dass 87% der Straftäter Religionsunterricht hatten in der Jugend. Statistisch erwiesen. Ja, das ist eine deutliche Zahl. Also, es gibt natürlich jetzt auch Leute, also vor allem die CVP und andere christliche Vereinigungen, wehren sich natürlich dagegen, dass man die Bibel nur noch ab unter 16 oder über 16 kann, dass man die Kreuze abmontiert, weil sie sagen, das ist unser Abendland, das gehört zu der abendländischen Tradition. Ich wundere mich immer ein bisschen, weil das Kreuz, das Ganze, kommt ja vom Morgenland, das kommt ja alles vom Nahen Osten her. Also, wieso müssen wir so eine ausländische Gottheit übernehmen? Hätten wir nicht genügend Schweizer Götter da gehabt, zum Beispiel, ich weiss nicht, eben gerade Sennetunci oder Muttertaler Wetterschmöcker. Oder der Fritschi-Vater zu Luzern. Fritschi-Vater, das Elkermannli oder in Basel der Vogel Greif. Oder? Dann würden wir hinter so ein Auto herfahren, wo hinten ein Kleber steht, wo wir stehen, Vogel Greif loves you. Oder? Ja, und viele Christen haben doch so einen ausländischen Meeresfisch auf der Heckklappe, ein Abziehbögli. Da gehört doch ein Schweizer Egli-Filet hin. Ja, natürlich. Klar. Viel schöner. Klar. Ich meine, man muss jetzt sowieso auch die 10 Gebote müssen wir jetzt mal ein bisschen jugendfreundlich machen, oder? Also die rausgehen, die irgendwie Gewalt oder Sünde beinhalten, da bleiben nur noch 3 übrig. Ja, eigentlich. Das eigentlich ist Ehebruch ist dabei. Aha. Ja. Ja, aber hey, wir müssen doch auch darauf achten, weil unsere Jugendlichen heute können sehr wohl zwischen Fiktion und Realität unterscheiden. Ja, die muss man nicht schützen. Und dann, was man nicht bedenkt, was ist denn in diesen Schulzimmern mit leeren weißen Wänden? Das ist ein religiöses Symbol von den Atheisten. Ja. Das symbolisiert nichts. Das muss weg. Ja. Und wir müssen endlich auch mal wissen oder akzeptieren, dass es sehr viele verschiedene Religionen gibt, sehr viele verschiedene Auffassungen. Jeder hat seine eigene Beziehung jetzt zum Himmel, zu einem höheren Wesen, auch im Alltag. Grüß Gott, Freddy. Warum sprichst du nicht mehr mit mir? Das glaube ich nicht. Ich höre Stimmen dabei, habe ich heute noch gar keins geheizt. Freddy,
warum erkennst du deinen Herrn nicht mehr? Welcher Herr und wann ja, wo bist? Ich, der Herr, bin allgegenwärtig, das solltest du doch wissen. Ja, das kann natürlich jeder behaupten, gell? Bitte sehr, wenn ihr Menschen immer noch auf diese Special Effects steht... Hoho, der Herr, der mit dem brennenden Busch und dem Moses und so. Freut mich, ich bin der Freddy. Du hast mir nicht zu wehren. Freut mich auch. Ich bin, du weißt schon. So gut, du. Und, wie läuft's immer so? Hast Stress? Ich kann nicht klagen. Wieso hast du mir jetzt angerufen, abbrennt? Geht's ums Gleiche wie dort mit Moses und so? Nein, sowas verhandle ich natürlich nicht mit einem Reformierten. Was? Also, dass du so parteiisch bist, du? War ja nur ein kleiner Scherz. Ich mische mich nicht in die irdische Glaubensbürokratie ein. Das war ein guter Joke. Den hast du dann aber gebracht. Aber was willst du jetzt von mir? Nichts. Ich wollte mich nur mit jemandem unterhalten. Einfach wieder einmal ein dummes Zeug schnurren, wie wir im Aargau sagen. Jesus Gott, du bist Aargau. Sorry wegen Jesus, gell? Aber weisst du, bist auf der Chur, dass du Aargau bist. Also, du, los, ich muss weiter, gell? Tschüss. Freddy, hast du noch eine Frage oder einen Wunsch? Nein, nicht. Da weisst du, ich muss noch weiter, ich kann noch zu tun. Also, heb's noch gut, gell? Moment, schnell, doch. Weisst du was? Du könntest mir doch noch schnell Feuer geben. Danke, Herr. Gerne geschehen. Also dann hasta la Victoria siempre. Du, Moment, nein, ich habe also schon noch eine Frage. Warum machst du das immer mit diesen Erdbeben und diesen Überschwemmungen gegen die armen Siechen? Hä, warum? Hey! Hallo! Der gewünschte Busch ist zurzeit nicht erreichbar. Du, ich glaube, ich bin da in einem ganz abgefahrenen Trip rein, du. Es kommt jetzt ja eine sehr schöne Zeit auf uns zu. Nämlich die Weihnachtszeit, wo sich alle wieder besinnen auf die Gemeinsamkeiten, die wir haben. Auch die vier verschiedenen Glaubensrichtungen besinnen sich wieder. Es ist ja das Fest von der Gemeinsamkeit. Ein Fest, wo man auch wieder ein bisschen mehr anfängt zu musizieren. Jingle Bells. Das ist nicht von uns, das haben wir im Internet gefunden und wir haben gefunden, das ist auch ein schöner Moment, wo den Eltern wieder klar wird, dass es schön ist, wenn Kinder auch ein Instrument lernen. Was haben wir sonst noch lesen diese Woche? Der Winter kommt und bereits jetzt steht fest, dass es zu wenig Salz hat für die Strassensalz. Ja, man hat nicht damit gerechnet. Nein, mit dem Winter, gut, es ist natürlich so, kausal, rein kausal, kann man nicht beweisen, dass wieder ein Winter kommt. Es ist einfach statistisch gesehen grausam wahrscheinlich. Ja, die werden kalt verwutscht. Ja, mit dem. Ja. Dann war noch in Zürich, der Karl Hirschmann hat bekannt gegeben, dass er seinen Club Saint-Germain schließt. Das heisst, man muss jetzt wieder Asyl geben, wenn man Schlampen noch will. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist das noch schlimm. Nein, klar. Es ist traurig, dass der Club schließt.
Aber noch viel trauriger habe ich gefunden, dass die Krake Paul gestorben ist. Sie wissen ja, der berühmte Tintenfisch, der immer das Ergebnis vorausgesagt hat an der WM. Man weiss noch nicht genau über die Todesursache. Man munkelt, dass der Paul sich geweigert hat, der FIFA zu sagen, welche Funktionäre doch noch korrupt sind. Und, ich will da nicht falsche Beschuldigungen rausposaunen in die Welt raus. Fest steht nur, dass der Sepp Blatter beim Jackie Donuts oben Pulpo gegessen hat vor zwei Tagen. Gut, ein trauriger Moment, aber wir kommen jetzt gerade wieder zu einer aufgestellteren Situation, nämlich wir empfangen jetzt unseren heutigen Gesprächsgast. Es ist ja so, der Gesprächsgast war schon mal da bei uns gewesen, aber wir sind bei dem Gespräch dort mal nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Darum haben wir gedacht, wir laden ihn heute nochmal ein. Er ist der Präsident von der grössten Partei hier in der Schweiz, nämlich von der SVP. Und er ist eigentlich ein Immigrant aus dem Toggenburg. Und trotzdem heissen wir ihn hier in Zürich recht herzlich willkommen, Toni Brunner. Toni Brunner, herzlich willkommen. Wir haben ja das letzte Mal wohl über den Rübel Duzis machen müssen. Und das wollen wir jetzt natürlich gleich weiter fortsetzen. Wir haben uns ja dann gegenseitig gesagt, dass wir gegenseitig einen Scheissjob haben. Bei mir hat sich da einiges verbessert. Wie ist es bei dir? Ja. Ja, es geht aufwärts. Also die SVP macht immer wieder Gewinn, wenn kantonale Wahlen sind. 18 kantonale Wahlen, 15 Mal gewonnen. Ich weiss nicht, gewinnst du so viel Mal bei deinen Sendungen? Nein, aber die 7 Kantone, die ihr gewinnt, will ich selber nicht für mich. Nein, das ist jetzt ein bisschen hart. Nein, das ist jetzt nicht. Nein. Also, es ist ja unglaublich. Also, letztes Wochenende im Kanton Jura, da doch jetzt nicht so. Ja, gut, ich mag euch ja das alles wirklich gönnen. Aber was mich ja immer wieder erstaunt, sind die Themenvielfalt, die ihr ja wieder aufbringt. Oder? Also, ihr habt ja nicht nur euer Lieblingsthema Ausländer, sondern jetzt ist ja auch noch Schule. Also, euren Spezialist, euren Jungtürk für Schulfragen, der bald 70-jährige Herr Schlür, hat jetzt ja neue Schulpläne entwickelt für die Schule. Und das nennt er, das muss ich mal schnell ablesen, wenn er sagt, die SVP-Stundentafel. Und dort soll auch wieder irgendein Ausbildungsfach Realien drin vorkommen. Also, das ist so ein Fach, das mein Vater noch gehabt hat. Das tönt so ein bisschen so. Also, das Schulmodell von früher. Es tönt also ihr tönt jetzt gar nichts modern jetzt rein zu der Schule. Also dürfen Sie den Computer benutzen oder müssen die Schüler noch den Fax lehren zuerst? Also Victor, dein Vater hat Realien gehabt, oder? Ja. Da kannst du jetzt nicht sagen, weil er Realien gehabt hat, dort mal an der Volksschule, du sagst jetzt so schräg raus. Ich meine, er hat gut gearbeitet, oder? Ja. Du meinst, das sei wegen der Realien gewesen? Ja, jetzt schau mal. Du bist doch auch nicht in gut betuchten Verhältnissen aufgewachsen. Das ist wirklich eine traurige Kindheit. Ja, alle mit der traurigen Kindheit wählen ja sonst SVP, da bin ich eine Ausnahme. Sind halt vor allem die, ja, ich meine, du kannst dich ja noch entwickeln, bei dir gibt es sicher noch Potenzial beim Wählen, aber es ist leider so, wenn man auch heute wieder das SP-Programm gehört hat, das verabschiedet haben, dass natürlich die Arbeiter und die nicht so viel verdienen, heute SVP wählen, das ist tatsächlich so, aber zu denen gehörst ja du nicht. Du bist weder ein Arbeiter, noch verdienst du wenig. Ja gut, aber du bist ja weder ein Bauer noch ein Politiker, oder? Du bist ja also... Nein, du schon. Ja. Toni, ich glaube, wir bleiben beim letzten Gespräch. Wir haben beides noch Scheiss-Jobs. Ja. Du bist ja immer noch Bauer, oder? Also, ein bisschen Bauer tust du immer noch. Ja, ich habe Kühe. Ich habe eine Sau. Eine Sau, ja. Eben, die soll jetzt neue Wortzeichen für die SVP werden. Oder Nubes heisst die, oder Nubes. Nubes. Die Wolke. Nubes, muss es so ein ausländischer Name sein für die Schweiz? Die SVP ist halt auch ein bisschen fortschrittlich. Wir öffnen uns, die Wolke. Oder? Und den Zottel, den fressen doch. Gibt's ihn noch? Also, Nubes ist jetzt erst im Rennen, oder? Ich nehme an, den Zottel wirklich können verdrängen. Das wird, er hat letztes Mal uns den Wals eingesichert. Mhm. Ist eine südafrikanische Zwerggeiss.
noch Zottel. Ja, aber der Zottel ist natürlich ein Zeichen vom Islam, oder? Das ist eindeutig. Ja, ich meine, wir müssen auch neue Wählerkreise erschliessen. So. Aber die Sau, deine Sau, die wird jetzt das neue Gesicht von der SVP, sozusagen. Nein, also, das ist nicht so. Das neue Gesicht von der SVP, das hockt vis-à-vis von dir, Victor. Ja, aber so neu ist das auch nicht mehr so. Aber ein erfolgreiches, muss ich zugeben. Muss ich zugeben. Es ist ja immer noch jung geblieben. Ja, genau. Ich meine, ich gehöre immer noch zu den 10, 15 jüngsten Parlamentarier in Bern. Repräsentiere die spannendste Partei von dem Land, wo man ja, und jetzt sind wir wieder beim Job, bei dir nicht kann sagen, dass du beim spannendsten Fernsehsender wärst. Und dann nachher... ja. Ist so. Das ist so. Nein. Spannend sind ihr wirklich, das muss man also euch sagen. Spannend sind ihr, also jetzt vor allem auch auf die Abstimmung an, auf eure Ausschaffungsinitiative. Genau. Da machen die ja auch tolle Propaganda. Ich hab so ein tolles Inserat gesehen in der Zeitung, das können wir vielleicht schnell da sehen. Wenn ihr euren Wählern sagt, wie es richtig stimmen müsst. Und das Interessante ist, dass unten dran, das Rote, dort, das haben wir da noch ein bisschen näher, das heißt, benutzen Sie bitte Ihren Originalstimmzettel. Musst du eurem Wahlvolk sagen, dass Sie nicht die Sachen aus der Zeitung ausschneiden und nachher in die Turnen einrühren? Ja, was vielleicht mal als... Kann man den Zettel noch mal zeigen? Was? Haben wir ihn noch mal gesehen, den Zettel? Wir haben ihn gross gezeigt. Sind ihr so flexibel? Mal, es geht. Ja, also, eure Regie ist gut. Ja. Also, wir tun damit ja zeigen, ich meine, der Gegenentwurf, den das Parlament gemacht hat, der ist ja vor allem gebastelt worden, um unsere Initiativen zu bekämpfen. Unsere Initiative will die kriminellen Ausländer ausschaffen und der Gegenentwurf sucht nach Wegen und Möglichkeiten, dass man die kriminellen Ausländer nicht ausschaffen muss. Aber nicht ganz auf eurer Liste. Zum Beispiel die Raser werden ja bei euch nicht ausgeschafft. Die haben vergessen bei euch auf blöden Liste. Vorsätzliche Tötung hat da die jüngsten Raserdelikte, die würden auch bei unseren Initiativen aufpassen. Ja, hätten wir fahrlässige Tötung bei uns im Katalog, dann würde es heissen, das ist eine unglaubliche Initiative. Nein, wir haben bei uns im Text noch, der Gesetzgeber kann weitere Delikte hinzufügen und damit decken wir alles ab. Und der Geist von der Initiative ist ja klar. Aber das heisst, was zusätzliche Delikte tun? Das heisst, ihr habt so eine Initiative geschludert und nachher muss das Parlament immer noch ein bisschen mehr Zeug tun, um sie noch ein bisschen verbessern. Nein, das ist ja nicht der Sinn von der Sache. Also, man kann es eigentlich mit einem einfachen Beispiel zeigen. Du hast Gäste bei dir zu Hause, du hast es bewirten, gibst ihnen am Schluss so gerne ein Schnäpschen und ein bisschen Kaffee. Und nachher tut der Gast bei dir zu Hause ein Silberbesteck einstecken, tut noch der links noch eins an die Backen klepfen und links. Verabschiedet sich nicht. Und nachher sagst du, fertig. Dich brauchen wir nicht mehr. Das ist der Geist von unserer Initiative. Mhm. Weil wir lassen uns nicht nur rechts auch noch eins auf unsere Backen klepfen, sondern wir sagen, wer sich nicht an unsere Spielregeln hält, ist immer noch freiwillig in der Schweiz zu sein, der soll heim. Das Blöde ist, Toni, ich habe gar keine so Gäste. Also, weißt du? Ja, Irgendwie rührt mich das ein bisschen, dass ihr das wegen meinen Gästen gemacht habt, die Initiative. Das ist eben noch gerne so im linksintellektuellen Kuchen, wo nicht mehr so ganz in der Realität rauslebt, dass man die Probleme, die die Bevölkerung hat, nicht mehr so mitbekommt. Das ist möglich. Du bist gefördert. Nein, das ist möglich, das stimmt, das muss ich dir auch zugeben. Und darum habt ihr ja auch den wahnsinnig guten Wahlslogan «Schweizer wählen SVP», weil ihr wahrscheinlich befürchtet, dass sonst Ausländer würden euch wählen, oder? Das wegen dem? Nein, es ist, soll zeigen, die noch zu den Werten, die die Schweiz stark gemacht haben, zur Schweiz stehen, die wählen die SVP, die Heimatmüden, die wählen zum Beispiel SP oder Mitteparteien. Gerade heute haben wir wieder gehört, die SP, oder? Für die Abschaffung der Armee, für die Überwindung des Kapitalismus. Ja, die haben wahrscheinlich heute noch das Gefühl, wenn sie sich entwickeln... Aber die Armee abschaffen, tut doch euren Bundesrat schon, nein, oder? Nein. Aber das müssen wir doch gar nicht mehr selber machen. Wo aber die freie jetzt, Marktwirtschaft heute noch bekämpft. Aber lass jetzt weg dem Slogan. Sind ihr selber auf das gekommen, oder ist das wieder da die Werbeagentur, die daran engagiert? Nein, es ist tatsächlich so, dass wir das bereits an einem Ort austestet haben, nämlich in Dübendorf.
Kanton Zürich. Dort haben die Schweizer wählen SVP. Aber dann hätte er doch müssen sagen, Dübendorf wählen SVP. Nein. Und das dann nationale Kampagne machen. In Dübendorf viele Schweizer, die SVP wählen. Übrigens auch viele, die eingebürgert sind. Secondos wählen unterdessen SVP und die Eidgenossen wählen sowieso SVP. Aber hat zu euch nicht besser gepasst, Schweiz ist geil? Nein, das tönt so nach Geiz ist geil und das ist ein bisschen gärbillig. Eben so tief, aber haben auch nicht sein. Nein, weil die SVP ist die grösste Partei in der Schweiz. Ja, die erfolgreichste, natürlich. Die spannendste. Darum habe ich einen geilen Job im Gegensatz zu dir. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht viel auszusetzen. Nur, dass wir noch ein bisschen stärker werden, weil wir im Parlament leider immer noch so einen Linkstrall haben. Vor allem auch von diesen Mitte-Parteien. Von dem hast du wahnsinnig Angst, von diesem Linkstrall. Ja, das ist einfach, sind immer so Kompromisse, die zu früh kommen. Kompromisse, die am Schluss kommen, nicht am Anfang. Und die Linken tun immer die Mitte-Parteien schon in die Knie zwingen, bevor es recht losgegangen ist. Ja, und die lassen sich beeindrucken. Stimmt, ich habe viel verbarmen. Einmal. Mit, Ja. Nein, bin ich nicht. Ich bin sehr. Du, noch, bis jetzt haben wir ja Sommerzeit. Winterzeit. Jetzt haben wir die Sommerzeit vorbei. Weißt du, ich habe so viele Ferien, ich merke gar nicht, wann Sommer und Winter. So entspannt. Ich habe gedacht, ich sage das, bevor du sagst. Ja, so okay. Entspannt siehst du gerne nicht aus. Jetzt mit dieser Winterzeit ist ja das so, ihr habt ja eine prominente Nationalrätin, Frau Yvette Estermann, die ja die Winterzeit und die Sommerzeit wahnsinnig als grosses Problem empfindet. Hat sie sich können beruhigen jetzt schon? Weißt du, hast du schon mit ihr telefoniert? Ist sie okay? Ja, also jetzt haben wir ja die Zeit, die sie gerne hat, nämlich die Winterzeit. Oder? Ja. Und die Kühe geben ja weniger oder mehr Milch im Winter. Was ist das, müsstest du wissen? Das ist relativ einfach. Die Nacht, und alle können eine Stunde länger schlafen, da damit war auch der Druck in den Rüttern der Kühe grösser gewesen. Aha, ist das so? Also die Kühe haben jetzt einen Chatlag, oder? Eigentlich müsstest du mit denen müsstest du jetzt schnell auf New York und zurückfliegen und dann hätten sie das nicht. Nein, aber eine Stunde länger nicht gemolken werden. Ich weiss nicht, Victor, das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen. Nicht ganz. Nein, ich muss sagen. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich habe schon so Fantasien gehabt. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist das da. Okay, wir lassen jetzt das in Ruhe. Nein, Toni, wie viel bist du? Ich meine, du hast einen Wahnsinnsjob. Du bist Bauer, du bist Parteipräsident, du bist Nationalrat. Wie viel teilt sich das eigentlich auf? Also, das gibt dann zum Beispiel einen Juli, das ist 100% Bauer. Dann gibt es wieder einen September, wenn Session ist, fast 100% Politiker. Das geht natürlich immer ein bisschen hin und her. Ich kann eigentlich pendeln zwischen zwei Welten. Zwischen so Politiker, ein bisschen kopflastig, Bern, ein bisschen sich schlagen und geschlagen werden und auch ein bisschen aufregen. Man hat allerhand von Kostgängern, die man hier trifft, das sind ihr also noch. Also Kostgänger sind die von der eigenen Partei? Das sind ihr also direkt noch heilig dagegen, was man alles muss über sich ergehen lassen, manchmal in Bern. Uh-huh. Und dann gibt es aber auch das Bauern. Uh-huh. Für sich, allein, morgen, anhocken, ja. Kühe melken, die widersprechen nicht, wir haben einen Frieden, Ruhe. Uh-huh. Nubes, die Sau, die ein bisschen Milch kommt schleppeln, das ist absolut, ja. Uh-huh. Das ist direkt. Von der Kuh, von der Zitze, direkt ins Maul von der Sau. Von der Sau. Super. Also ich habe gewusst, du hast eine einfache Welt, Toni. Darum lädst du ja auch immer einfache Gäste. Nein, wir sind ja selber die Einfachsten, wir zwei. Gäste passen sich immer ein bisschen den Moderatoren an. Ja, das ist richtig, das haben wir auch gerne so. Wie ist das eigentlich mit, für was kommst du jetzt als Politiker oder als Bauer mehr direkt Zahlungen über? Du bist ja eigentlich voll Staatsangestellter, ja. Oder? Nein, ist nicht so. Es gibt also auch noch Fleisch und Milch, die man verkauft. Und da kommt man etwas über dafür. Ja, da hat der Staat gerne nichts damit zu tun. Aber also du bist Unternehmer eigentlich? Ja, natürlich. Unternehmer. Es ist auch so, dass politisch kannst du nichts planen. Mhm. Nächstes Jahr sind in der Wahlen, dann kannst du in die Wüste geschickt werden. Dann hast du wieder ein Stammbein als Bauer. Also ist eigentlich... Also in die Wüste schicken, damit rechnest du ja nicht. Wie viel rechnest du, wenn ihr macht? Wir haben das Ziel bekannt, würden gerne über 30% gehen. Das ist eine magische Grenze für uns. Letztes Mal 28,9%.
Auch wenn die Leute uns auch noch unterstützen bei der Ausschaffungsinitiative und nicht vergessen, das Krützli bei der Initiative machen und nicht beim Gegenvorschlag, ja, dann ist das eine gute Vorlage für nächstes Jahr. Genau, ihr müsst also wirklich an dem noch arbeiten, wo man das Krützli macht und eben keine ausgeschnittenen Papierartikel aus der Zeitung einschicken und so, sondern und das Krützli am richtigen Moment machen. Wie stimmst du? Und dann, ich bin noch nicht ganz entschieden, ob Nein zu beiden oder für den Gegenvorschlag. Ja, also, da bin ich noch nicht ganz sicher, nicht für eure Initiative. Also der Gegenentwurf ist absolut. Nein, also, aber ihr werdet sicher viele Stimmen machen. Was ja stimmt, ist, dass es ein Problem ist, das den Leuten unter den Nägeln brennt. Die Frage ist einfach, wie lösen wir das? Ja, ich verrate jetzt dir noch, wie ich stimme. Ich stimme Ja zur Initiative und Nein zum Gegenentwurf. Da werden morgen Zeitungen voll sein. Toni Brunner sagt Ja zur Initiative. Jetzt noch, um dir noch etwas abzunehmen. Der Gegenentwurf, der ist kein Schutzpulver wert. Im Gegenteil, der geht ins Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Da kommen alle kriminellen Ausländer rein. Ja, man tut vor allem andere nicht. Die Wittmer schlumpfen uns alles. Es kommt so gerne noch in die Verfassung hier. Es kommt noch in die Verfassung hier, dass man soll Integrationsmaßnahmen vom Staat. Also am Schluss tut man die Kriminellen noch integrieren, statt ausschaffen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ja. Also so gesehen haben die Linken heute, die gesagt haben, Nein zu beidem, insofern konsequent gestimmt, weil der Gegenentwurf, der befriedigt wirklich nicht. Also okay, dort kann man also ob links oder rechts mit gutem Gewissen Nein stimmen. Gut, Toni, das ist deine Meinung. Wir werden ja dann nachher das Ergebnis sehen. Wir werden uns wieder treffen und wieder feststellen, wer hat den grössten Scheissjob, du oder ich. Der Toni Brunner, danke vielmals. Vielen Dank für den Besuch. Okay, und wir sind am Schluss von dieser Sendung, aber wir kommen natürlich wie jedes Mal noch zum Ausblick auf die nächste Woche. Die schweizerischen Freidenker verlangen die Abholzung von unseren Wäldern, weil die Tannen zu sehr an Christbäume erinnern. Und Katholiken sind bereit, Gipfelkreuze in den Alpen abzumontieren, wenn die Muslime im Gegenzug auf den Halbmond am Oberhimmel verzichten. Und gemäss am Vorbild vom Film «Senetunci» tut der verschuldete FC St. Gallen sich eine eigene Gigi-Öri basteln. Wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag zu Abend. Habt eine schöne Zeit. Tschüss zusammen. Guten Abend. Guten Abend. Giacomo Müller, Late Service Public, wurde gesponsert von der Mobiliar.